Der Blues ist am 14. Mai 2015 um einen ganz, ganz großen Mann ärmer geworden, nämlich B.B. King. B.B. King ist damals an Diabetes verstorben und immer wieder höre ich mir B.B. King Sachen an und ich habe mich mal entschieden für ein paar neue Aufnahmen, eine Best-of. Es gibt sehr viele Best-of von B.B. King. Was Bibi heißt übrigens Blues Boy, wie wir ja alle wissen. Und ich habe mir jetzt eine Box gekauft, die in der großen Fassung eine 10-CD-Box umfasst. Ich habe mir jetzt die kleine 4-CD-Box gekauft. Und zwar Ladies and Gentlemen, Mr. B.B. King. Und will euch einfach mal zeigen, was da drin ist. Wie gesagt, die 10-CD-Box war mir etwas zu teuer. Die Viererbox ging relativ preisgünstig her. Ich muss allerdings auch zugeben, die wichtigsten Aufnahmen, Live at Regal und die ganzen Geschichten, hatten natürlich. Und ich wollte aber mal so eine kleine Retrospektive haben. Und schaue jetzt auch mal rein, schneide hier mal die Box auf. Wie gesagt, klare Empfehlung liegt auf der 10-CD-Box, aber die war mir einfach zu teuer. Und ich habe jetzt mal die Viererbox genommen, die, ja, einen Querschnitt durch das gesamte Schaffen bietet und für den Einsteiger auf jeden Fall reicht. So, ich mache mal auf. Die Box ist sehr schön in Schwarz gehalten und schauen wir mal in das Booklet rein. Wir haben hier 2 CDs drin, wie gerade 4 CDs drin in Papphüllen. Gucken wir mal rein. Ich mache sie mal kurz, zeig sie mal. Die sind noch verpackt hier mit Jugendbildern des großen Meisters. Hier sehen wir auch die Lucille, seine Gitarre, die er da immer hatte. Es sind die großen Hits drauf, die er hat. Also brauche ich jetzt nicht viel erklären, warum B.B. King so wichtig ist. Er orientierte sich ja relativ früh am T-Bone Walker. Und es gibt so ein paar Leute, die einfach ja, Größen des Blues sind. Albert King gehört natürlich dazu, Freddie King, Muddy Waters und so weiter. Und ich habe jetzt hier ein kleines Booklet dabei, ein kleines Büchlein dabei. Schauen wir mal rein. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also es scheint die Biografie zu sein mit vielen historischen Bildern. Das kann man sich abends mal antun. Wer sich denn für die Geschichte von B.B. King interessiert. Es gab ja dann die große Debatte, ist B.B. King von seinen Managern vergiftet worden? War natürlich alles Blödsinn. Der arme Mann starb einfach im hohen Alter an Diabetes. Und hier sehen wir mal groß auf. Ich habe ihn leider nie gesehen. Ich hätte ihn ähnlich wie John Lee Hooker gerne live mal gesehen. Aber ja, es war mir nicht vergönnt. Wir werden jetzt also ein paar DVDs mal anschauen oder Blu-Rays. Also, es scheint ein schönes Büchlein zu sein, ein paar historische Bilder, schön gemacht, stabil Einband und wenn man es preiswert. Und hier, ach, das ist interessant, also hier sind die einzelnen Aufführungen, einzelnen Lieder drauf und es ist genau beschrieben, wo es aufgenommen wurde. Das ist vielleicht für den Sammler und für den Menschen, den es mehr interessiert, sehr interessant. Wie gesagt, die wesentlichen Auflagen hat man natürlich von B.B. King, aber so eine Box sollte mal wieder sein. Ladies and Gentlemen, Mr. B.B. King.